Ottilie Wilhelmine Rödelstein, ein Name, den man in der Schweiz seit gut 80 Jahren fast nicht mehr gehört hat. Das ist aber eigentlich erstaunlich, denn sie war zu Lebzeiten die gefragteste Porträtistin im deutschsprachigen Raum. Für ihre Zeit war sie eine sehr starke und mutige Frau, dass sie sich im männlich dominierten Kunstbetrieb hat behaupten können. Rödelstein hat sich sehr früh einen Namen als Porträtistin gemacht. Sie hat aber auch schon sehr früh andere Terrains beschritten, die für Frauen eigentlich ein Tabu waren, nämlich die religiöse Malerei. Und dafür musste sie erstmal den Akt beherrschen. Das Aktzeichnen war für Frauen lange Zeit ein Tabu. Sie hat sich aber auch hier behaupten können und dementsprechend Bilder ausgestellt. Rödelstein hat in den 1890er Jahren begonnen, mit der Temperatechnik zu malen. Damit konnte sie sehr feinpinselig malen, in sehr trockener Art und Weise. Sie musste diese Technik aber leider aufgeben 1901, als sie sich an der rechten Hand verletzt hat, und ist dann über eine Phase der breitpinseligen Ölmalerei erst nach 1910 wieder zurück zur Temperatechnik gekommen. Rödelstein bewegte sich, was ihre Kunst betrifft, vielleicht nicht gerade an vorderster Front der Avantgarde. Man darf aber nicht vergessen, dass sie als unverheiratete Frau ein selbstständiges Leben führen wollte und daher auf den Verkauf ihrer Werke angewiesen war. In ihrem Privatleben war sie aber ihrer Zeit voraus, denn sie hat schon in jungen Jahren ihre zukünftige Lebenspartnerin kennengelernt, Elisabeth Winterhalter, die Gynäkologin wurde und als erste Chirurgin Deutschlands gilt.